Ein herzliches Willkommen zum Heavy Traders Team Trade des Tages. Es ist wieder soweit und wir starten wie gewohnt zum Anfang der Woche mit unserem neuen Marktausblick und natürlich eben mit dem praktischen Kontext, dem Trade des Tages. Und da geht es nämlich um eine Frage, die wir uns hier vielleicht auch der eine oder andere stellen wollen. Kommt jetzt die Konsolidierung? Ja, es geht hier, keine Sorge, nicht um den großen Crash. Es geht wirklich um eine technische Konsolidierung, also konkret Möglichkeiten, den Weg nach unten zu sehen und diesen auch zu nutzen. Und das natürlich auch bezogen auf die Märkte, sprich DAX und Nasdaq 100. Gerade jetzt können wir ja nämlich schon mal sagen, erstens, Schritt 1, wir sind jetzt ja schon bis zur Mitte des Februars an sich ganz bullisch hochgelaufen, also auch jetzt zur Mitte des Monats. Aber es gibt ein paar Einzelwerte, die haben am Ende noch einen schönen Schub nach oben gelegt. Hingelegt, besser gesagt, und sich dann wieder abgelegt, weil dann doch die eine oder andere stärkere Konsolidierung in Big Playern der Aktien zu sehen war. Gerade so ein bisschen, leichte Bodenbildung, die so ein bisschen zu bröckeln beginnt. Und das werden wir uns mal genauer ansehen. Das betrifft ja nicht nur die Aktienmärkte. Ich habe auch schon vorhin gesehen, selbst in den Rohstoffbereichen, Kryptobereichen, also alles, was ja zumindest ein bisschen bröckeln könnte. Aber wir machen es mal ein bisschen konkreter und gehen mal in die Charts rein und schauen uns mal an, was wird denn da gebröckelt oder was ist denn da so konkret shortig, sage ich mal. Also Nasdaq 100, ganz klar muss man natürlich sagen, jetzt wenn wir es gleich unterscheiden werden, Nasdaq und DAX ist nochmal ein bisschen anders. Ist der Aufwärtstrend. Der ist erstens immer noch intakt, ja, das darf man hier natürlich auch erwähnen. Der ist hier, wie man erkennen kann, auch am Freitag mal getestet worden, sage ich mal. Und der Test aktuell auf Future-Basis, also es geht ja nach oben. Es ist ja erstmal soweit in der Unterstützung an den 220. Nun müssen wir sagen, dass wir untergeordneter gerade hier einen kleinen Abwärtstrend haben. Also das meinte ich nämlich mit jetzt die letzten Tage so ein bisschen konsolidiert. Das hat ein paar Schwergewichte natürlich auch getroffen. Ja, die Amazon und die Alphabet hat da ein bisschen stärker runter, hat ein bisschen gelitten, aber auch die Tesla eben ein bisschen nachgezogen. Also wieder zurück, das ist eher das Entscheidende. Und gerade hier bahnt sich nämlich so eine kleine neue Handelsspanne an zwischen den 12.420 und den 12.200. Das ist jetzt zwischen der violetten und eben der blauen Ebene hier. Und das ist nämlich der Punkt, wo wir uns grundsätzlich auch vorbereiten wollen. Gerade hier, klar, Montag ist immer noch ein bisschen entspannter. Wirtschaftszahlen haben wir eher zum Ende oder generell über die Woche hinweg. Nur was passiert eben, wenn die Schwergewichte, gerade wie sich ja aktuell so leicht vorbörslich anbahnen, doch den Weg nach unten fortsetzen. Ja, wenn eine Apple, die übrigens relativ ähnlich so, gerade so den Aufwärtstrend, der verteidigt wurde, doch nach unten rausnimmt, ja, die Konsolidierung einfach fortgesetzt wird. Dann wollen wir nicht einfach nur daneben stehen und zugucken, sondern wir wollen uns entsprechend dann auch positionieren. Klar, noch sind wir gerade auch beim Thema Nasdaq bullisch eingestellt. Es ist ja nicht so, dass wir da jeden Tag bipolar unsere Meinung ändern. Aber wir haben hier nun mal auch einen Trading Floor, das heißt, wir haben einen praktischen Kontext und dementsprechend wollen wir ja nicht nur beschreiben, was da passiert und warum das passiert, sondern wir wollen ja aktiv Geld verdienen damit und dementsprechend auch gerne mal die Seiten aktiv wechseln. Und um das mal hier zu konkretisieren, vorbereiten auf Konsolidierung, heißt ein If-Else-Szenario. Attraktiv wird es dann aus der Sicht, wenn wir hier die 12.200 verlassen. Das ist so, das sind, wie gesagt, so Tendenzen, die man jetzt schon so ein bisschen vorbörslich sieht. Klar, bei Netflix, bei Meta ist es ein bisschen stärker im Fall, aber konkret geht es da auch um, wie gesagt, Werte wie Tesla, Apple. Aber dazu dann später mehr, da werden wir natürlich gemeinsam drüber sprechen, ob sich da wirklich so ein Szenario anbahnt. Natürlich aber auch erst, wenn wir hier in diese Schwelle kommen. Noch sind wir gerade am Aufbauschen, aber es ist ja auch erst relativ früh am Tag. Ja, das zum Thema US-Märkte. Viel spannender finde ich hier persönlich tatsächlich den DAX, ja, den deutschen Aktienindex hier an der Stelle. Wir haben hier Tageskerzen und auf Tageskerzenbasis einen sehr, sehr, sehr schönen Flip. Ja, also das bedeutet hier dieser Übergang von dem Widerstand zur Unterstützung. Und was mir da besonders gefällt, ist, dass wir das erstens lange haben. Also das geht so bis zum, 11. Januar, 13. Januar, genau. Hier hat das schon gestartet und zweitens auch relativ häufig, also auch viele Datenpunkte. Was mir hier natürlich freut, ist, dass wir da auf der einen Seite jetzt heute nochmal rangekommen sind, verteidigt haben und nicht falsch verstehen. Ja, es geht jetzt hier nicht darum, dass wir uns da wünschen, dass es runterbricht oder sonst was, sondern es ist eben nun mal so, dass wir hier mit dieser zweiten Seitwärtshandelsspanne, mit dieser starken Ablehnung auf der Oberseite, das ist ja immer so ein Zeichen, ja, Jahreshoch, was wir da ja ausgedehnt haben, sofort runter hier, diese Kerze, die ja nur aus einer Lunte besteht, uns einfach vorzubereiten. Also was wir nicht wollen, ist hier zuzugucken mit einem tränenden Auge und zu sagen, okay, es geht runter und uns da irgendwelche Gründe raussuchen, sondern auch da ist der konkrete Ansatz hier entscheidend. Und darum geht es nämlich, es soll um eine konkrete Put-Position gehen, auf die wir uns vorbereiten wollen. Bedeutet auch hier die 15.220 Punkte in etwa. Das ist der Bereich, das ist so ziemlich dieser Wechselbereich, dieser Flip. Und dieser Trade, das ist optisch, was ich jetzt hier einzeichne, das schwebt uns vor. Also auch da seht ihr, es geht hier nicht mal um großen Umbruch, nein.
es geht darum, die 14.950, sagen wir mal, anzupeilen. Ne? Anzupeilen meinetwegen, da auch die Chancen nach mehr zu lassen, aber das ist jetzt wieder zu viel Zukunftsmusik. Dementsprechend, ja, ein If-Else-Szenario, also eigentlich relativ simpel, der Trade-Gedanke. Da sind noch ein paar andere Faktoren, die da eben noch mitspielen, aber auch gerade hier, klar, schaut man auf den Index, schaut man sich da die Telekom an oder eben auch die SAP, da sieht man ja irgendwo noch ein bisschen doch schwächer, ist jetzt nicht optimal bullisch. Und wenn es dann runterkracht, wie gesagt, wir wollen uns bereithalten. Und das ist dann dementsprechend auch, ja, unsere charttechnische Sichtweise. Deswegen auch hier kurz und knapp gehalten. Aber tatsächlich ist nicht jeder Trade irgendwo komplex oder ein Hexenwerk, sondern manchmal ist es relativ simpel, ein Verlassen der Zone. Aber wir, wie ihr gesehen habt, sind ja erstens noch nicht an der Zone und zweitens wollen wir das Ganze auch nochmal später mit den Amerikanern gemeinsam bewerten. Deswegen haben wir uns vorbereitet und ein Zertifikat dafür rausgesucht. Und zwar mit der WKN MA5A9B. Das Ganze mit einem Hebel von 16 und ja, der K.O. bei 16.288 Punkte. So. Und ja, wie wir da eben vorgehen wollen, also klar, der Fahrplan, der ist jetzt maximal konkret, da haben wir euch natürlich schon mal gut was mitgegeben, aber unter welchen Umständen wir gegebenenfalls den Hebel vielleicht nochmal abändern oder dann doch das Ganze in einen Einzelwert des DAXes eben abändern. Ja, also gerade noch so ein bisschen ja, Bearbeitung des Trades. Da werden wir gemeinsam drüber sprechen. Deswegen, alles ist hier definitiv noch nicht gesagt und gerade was auch die Einschätzung angeht. Deswegen bereithalten, Wecker stellen, denn um 14.15 Uhr geht es dann hier nämlich weiter mit dem Teamtrade des Tages und da werden wir gemeinsam detailliert genau darüber sprechen. Also, bis später.